absolute fabulous job on the finishing and the weathering of this model. Thank you. Ich glaube nicht, was ich da sehe. Die Bodhisattva zitieren, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Es handelt sich um eine Jetbee. Das ist, es gab einmal in den 30er Jahren ein ganz berühmtes Rennflugzeug, das auch den Piloten nach dem Leben getrachtet hat. Und zwar war es die berüchtigte Chidi mit einem riesen Sternmotor und eigentlich nur ganz kurze Stummelflügel. Und die war sehr, sehr kritisch zu fliegen. Von Kraft gibt es das Modell. Ich habe es auch schon gesehen, wie es der Andreas vorgeflogen hat mit dem Sternmotor. Ganz, ganz toll. Ja, und der Christian Göbel hat sich gedacht, Mensch, da können wir auch einen Chat rausbauen. Dann hat er den Jeep hier eine Turbine eingebaut. Und da wir im Stock sind von Frank-Turbine, hat er natürlich eine FT-250 eingebaut. Das ist der Hammer. Also, hätte ich nie gedacht, ich habe mich eben schon gewundert. Ich sage, wieso hat er hinten das Heck offen? Ja, das ist natürlich klar. Eine Turbine muss auch die heiße Luft abblasen. Also, wen es friert, einmal kurz hinter den Flieger gehen. Kein Problem. Aber das Modell an sich ist ja schon, ich sag mal, nicht nur, also nicht Anfänger geeignet. Man muss da schon beherrschen. Das Ganze jetzt mit einer Turbine von der Optik her, also hat es eine jene gegeben? Nein, das hat es natürlich nicht gegeben. Das kann man unter experimental laufen lassen, immer wieder. Zeigt uns das, wie erfindungsreich Modellflieger sind, was die versuchen, alles an den Himmel zu bekommen. Ja, ein paar Daten dazu, Maßstab 1 zu 3,2. Wie gesagt, es handelt sich ja eigentlich um ein Scale-Modell, das dann entsprechend umgebaut ist. Bei einer Spannweite von 2,37 Meter und einer Rumpflänge von nur 1,90 Meter bringt die 20 Kilogramm nass auf die Waage. Und Lipo kam raus, hat den Gegenstand eher nicht wirklich. Es war ein beschädigtes Flugzeug, das wurde referiert und dann hat eben der Christian Göbel gesagt, Mensch du, irgendwie, ich stehe auf Jets, ich bin aber auch Chibi-Fan, also lass uns das mal verbinden. Er hat dann noch ein elektrisches Biotech-Fahrwerk reingebaut und hat sie jetzt zum Spezial-Experimental-Einzelstück-Jet umgebaut. Ganz klasse Sound, er hat also dann einen riesen Spinner vorne drauf gemacht. Und hinten, wie du schon gesagt hast, den Heckenstück abgeschnitten, da schaut das Schubrohr aus. Und rausgekommen ist ein absolut sehr, sehr gut fliegendes Modell, ganz einmalig. Also sowas sieht man eigentlich dann sehr, sehr selten. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Allein die Idee ist schon mal ein ganz, ganz riesen Zwischenapplaus wert. Ja, und der Frank hat ihn natürlich gut beraten, hier für die FT-250 einzusetzen. Die auch mit Diesel betrieben werden kann und 2% Zweitaktöl. Erstaunlich. Immer wieder. Das bedeutet, er bedankt sich beim Publikum, dass er fliegen dürfte und kündigt an, jetzt auch mit dem Ausfahren des Fahrwerkes, dass er zur Landung reinkommt. Ist natürlich klar, der nicht sehr große Tragflügel und der riesen Stirnwiderstand des Rumpfs verlangt natürlich einen relativ weiten Anflug. Landeklappen hat er auch keine drin, jetzt kommt er von rechts zur Landung rein und macht es aber ganz souverän, holt weit aus. Flacher Anflug, richtet sich schön gerade, nimmt langsam die Geschwindigkeit raus und setzt also gleich das Futterweich auf. Und man sieht schon, nicht einfach zu fliegen, aber super, super gelandet, riesen Beifall. Das war die Jetbee im Slot von Frank Turbine.